Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online. Da hätte ich ja beinahe das Quatschen vergessen. Was ist denn da los? Ja, ich bin noch ganz geflasht. Heute ist der 1.11. Es ist Nacht. Es wird jetzt, ja, abends, 10 vor 11. Und ich bin noch am Aufnehmen. Ich muss jetzt aufnehmen, weil sonst kommen keine Folgen und so. Und ja, bin immer noch ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht noch an der Stimme. Ich werde zwischendurch mich auch nochmal ein klein bisschen muten müssen, um husten und so. Auswurf, aber das wirst du bestimmt nicht wissen und dir wird gerade ganz schlecht, weil du das hörst. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Ich habe mich jetzt gerade eingeloggt und der Sound war wieder auf volle Pulle hochgedreht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich zeig's dir, falls jetzt irgendeiner in den Kommentaren schreibt, es ist alles zu laut, Explorer, und guck mal, Gesamtlautstärke habe ich auf 45 runtergesetzt, die Musik sogar auf 27. Aber mein Aufnahmeprogramm sagt, die Musik, die jetzt gerade läuft, ist schon kurz vor explodieren. Ich keine Ahnung, woran es liegt. Also ich. Wir können es mal jetzt hier auf 40, aber es ändert nichts an der Musik. Oder sind das die FX-Geräusche? Aber die haben wir auf 50. Die Umgebung vielleicht nochmal ein bisschen reduzieren. Sorry, wenn ich das jetzt wieder in der Aufnahme mache, aber. Ich habe halt Angst, ne, dass wenn ich jetzt aufnehme und dass das eine Kacke ist, weil in so einem MMORPG, da kannst du ja nicht nochmal von neu anfangen, ne. Was wir jetzt machen, das haben wir gemacht und dann war es das, ne. Im Singleplayer-Spiel ist halt alles kein Problem. Wenn du da die Aufnahme verhunzt, dann fängst du halt nochmal an und besser halt dann. Und gut, wir sind im neuen Gebiet und die Edison Farm. Da sollen wir irgendwas machen. Was haben wir hier? Was zum Looten. Aha, lebe wohl. Ich glaube nicht, dass ich es zurückschaffe, meine Liebe. Der Rest ist viel zu beschädigt, um es entziffern zu können. Okay. Ja, was ich sagen wollte, der 1.11. Ich bin total geflasht. Diablo 4 angekündigt. Das neue WoW angekündigt, wovon ich diesmal echt sagen muss. Damit könnten sie mich kriegen. Also die werden mich garantiert kriegen. Wir haben ja bis jetzt jede Erweiterung gespielt, aber die haben wir bis jetzt immer so bis zum Maximallevel gemacht und dann, ja, gut. War's. Aber so, was sie jetzt vorhaben, denke ich, könnte was werden. Also ich bin mal sehr gespannt drauf. Aber es wird natürlich jetzt noch über ein Jahr dauern, bis das alles kommt. Und ich hoffe, dass das mit Diablo schneller geht. Ich hoffe, du bist reunited within the flow of Atra. Who could have done something so cruel? This situation gets weirder the more we learn about it. We should find out what we can from the nearby farm. Okay. Ja, und Baba ist am Start. Ich wollte mal Baba nehmen hier. Ne? Und schauen wir mal. Ruckel, ruckel. Hier können wir eine Zwiebel mitnehmen. Baba kann jetzt gleich... was haben wir denn hier? Ein entflohenes Schwein. Was ist da los? Gut, ein bisschen Gras können wir immer gebrauchen. So. Dann schauen wir mal, was hier noch so passiert. Es ist sehr hell. Und Natua. Puh, mein Großvater ist mir neulich in meinen Träumen erschienen. Er hatte immer bereut, das Andenken seines Urgroßvaters nicht bewahrt zu haben. Kannst du helfen? Wieso ist denn Roter da? Wenn du warten kannst, werden wir danach suchen, wer sich die Gelegenheit dazu bietet. Vielen, 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 vielen Dank. Mein Urgroßvater war ein talentierter Ritter. Im Kampf gegen Eurya ist einen heldenhaften Tod gestorben, als er sich den Monstern zur Wehr setzte. Das soll irgendwo im Gebiet zwischen dem Grasland von Freil und... Und. Dann werden wir dort nach dem Andenken des alten Ritters suchen. Gibt 0 Asper und 0 XP. Aber dafür 15 von den komischen Sternen. Was ist das für eine komische Quest? Ich soll questen für quasi 0 XP? Na, wenn sich das jetzt wie so ein roter Faden hier durchzieht, dann werden wir ewig questen. Aha, aha. Wir schauen uns weiter um. Oh, achso. Okay. Und hier erwartet man uns sehnsüchtig. Es ist Erin. Seasoned adventurers are always welcome. Es braucht Redner.
Schön, euch kennenzulernen, Abenteurer. Mein Name ist Arin. Ich erforsche Dungeons, um die Wahrheit zu erfahren und der Welt ihre Geheimnisse zu entlocken. Aber Dungeons mit großen Geheimnissen sind auch gefährlich. Ich habe deswegen schon mehrere Nahtoderfahrungen gemacht. Ehrlich gesagt, es ist ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Ihr scheint fähige Leute zu... Kann man das runterscrollen irgendwie? Übersehe ich das? Nee, ne? Kann man doch gar nicht. Zu sein. Kümmert euch um die gefährlichen Monster in der Rutlers Höhle, damit ich sie sich erkunden kann. Damit werde ich euch besser belohnen als jeden anderen Kunden. Okay, was kriegen wir bei ihm? Blaue Sternjuwelen. Die Schwerthändler des Vertrauens kaufen und verkaufen alles, um Gewinne zu erzielen. Aber sie wissen, dass es zwei Dinge gibt, die man nicht mit Geld kaufen kann. Leben und Vertrauen. Demjenigen, die das Leben eines anderen Händlers gerettet oder ihm große Dienste geleistet haben, wird ein Zeichen verliehen. Bringe diese Gegenstände zu einem speziellen Händler in Rakverand, um Gegenstände zu kaufen, die nirgends sonst erhältlich sind. You need to take care of the monsters before exploring any dungeon. Ja, ist ja YouTube. So, Amelia. I have a dream of exploring all the dungeons in the world. Sehr ausgeprägtes Becken. Hallo, ich bin Amelia. Ich bin ein Abenteurer und möchte alle gefährlichen Dungeons der Welt erkunden. Aber weil ich immer noch Anfänger bin, kann ich die gefährlichen Orte noch nicht aufsuchen. Deshalb habe ich die Rutless Höhle als mein erstes Ziel gewählt. Du scheinst ein annehmbarer Abenteurer zu sein. Kannst du die gefährlichen Monster in der Rutless Höhle erledigen, damit ich sie sicher erkunden kann? Okay. Exploring a dangerous dungeon is thrilling, isn't it? Isn't it? So, die haben uns noch nichts zu sagen. Ich denke mal, das wird noch kommen. Die Meiser. Oh. Edison, was willst du? It's been a while since travelers stopped by the farm. Wer bist du und was führt dich hierher? Ich bin nur auf der Durchreise. Ist alles in Ordnung auf dieser Farm? In Rakrand ist gerade ein richtiges Durcheinander wegen des Karza-Kultes und der Dämoneninvasion und so. Diese Puppe spricht. Ist das eine verfluchte Puppe? Komm nur, ich bin Edison, dritter Cousin des Schwiegersohnes des Urenkels von Coupon, dem Meisterabenteurer. Ich bin keine verfluchte Puppe, ich bin Rota, der schönste Astel der Welt. Du solltest dich geehrt fühlen, mich getroffen zu haben. Jetzt musst du mir helfen. Hast du hier irgendwelche verdächtigen Leute herumlaufen sehen? Die Dämonen, die Rakverand überfallen haben, könnten auch hierher gekommen sein. Ich hätte nie mit einem Astelianer an einem solchen Ort gerechnet. Wenn man so will, in letzter Zeit kamen oft seltsame Geräusche aus der Scheune, eine Art Klappern. Geräusche aus der Scheune? Das könnten dämonische Deserteure sein. Aber warum hast du die Scheune noch nicht angesehen, Edison, Cousin dritten Grades von wem auch immer? Du hast doch nicht etwa Angst? There's been a strange noise coming from the barn recently. Some sort of clatter. I hope it's not ghosts. Okay. Ja, es sind alles mutige Abenteurer. Stehen hier, vergeben die Queste, aber machen nichts. Baba! Ich glaube, der wird uns auf Zeit nerven. Kann das sein? Mit seinem Baba! Oh, der ist aber schick. Kartoffelchen, Zwiebeln, können wir lecker Bratkartoffeln machen. Und drüben haben wir noch Meerrettich. Sagen wir ja nicht neun. Nein. Neun sagen wir auch, aber später. Hier, ich kann da draufklicken, aber der zeigt uns ja nichts an, also von daher. Zaunmaterialien, könnte man Zaun reparieren, aber das erwartet man ja nicht von uns. Man erwartet von uns, dass wir diese Notizen nehmen. Ja, ich lese das alles nicht vor, ich scroll langsam runter. Und ihr da draußen könnt ja, wenn ihr wollt, das Video pausieren. Aber wenn ich das mache, dann habe ich definitiv nachher keine Stimme mehr. Ja, Explorer, das ist gut, dann hören wir auch nichts mehr von dir. Ja. Dieser Hate. So, okay. Für die Kollegen hier haben wir wohl noch keine Quest. Ja, und das mit den Goldsellern haben sie echt gut in den Griff gekriegt, ne, wenn du unten links den Chat verfolgst. Wahrscheinlich auf den europäischen Servern und hier ist es egal, weil der Explorer ist ja leider... Oh, fette Kiste, auch nicht für uns. Auf den nordamerikanischen Servern gelandet. Obwohl ich damals, wo wir Astellia gestartet haben, europäische Server angeklickt habe. Aber er hat dann wieder gezwitscht.
Ja, dann haben wir uns den Charakter hier erstellt und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, nochmal neu anzufangen. Nur um da jetzt und so. Und hier haben wir noch eine Kiste. Ja, du kommst ja gleich zum Einsatz, mein Freund. So. There's nothing here. Aber? But I can feel something strange. Ich spüre eine seltsame Energie. Okay. Mr. Strange ist hier. Gut. Ich kann von hier aus die Altra-Macht spüren. Ja, was passiert? Kommt da jetzt der große Weltboss? Nö, kommt gar nichts mehr. Aber wir können hier noch irgendwas machen. Achso, ein Sack Mehl aufheben. Okay. Machen wir doch. Ein Reissack. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Schnappes mit. Ah ne, das Wasser. Oh, Explorer. You can tell the entire farm is corrupted, can't you? Oha. This is Karza Energy. It's been seriously contaminated. Okay, du bist dekontaminiert. Wow, are you the Estellian? Can you see me? You can really see me, can't you? I'm so excited. What? Okay, das ist also die Lyra. Wow, bist du ein Astlianer? Kannst du mich sehen? Du kannst mich wirklich sehen, nicht wahr? Haha, ich bin so aufgeregt. Ein paar verdächtige Leute waren hier und warfen eine Art Droge hinein. Ich habe mich in der Scheune versteckt, um ihnen eine Lektion zu erteilen, wenn sie wieder auftauchen. Aber ich bin wohl irgendwie eingeschlafen. Sie scheint ein wandernder Astel zu sein. Ein Astel der Laute vielleicht. Ja. Danke, dass du uns verraten hast. Aber wenn ein Astel ohne Meister bist und trotzdem deine Kräfte einsetzt, wirst du für eine Weile getimeoutet. Hehehe. Ich bin für die Sicherheit dieser Bauern verantwortlich und ich habe eine Stimme gehört. Nun, es war nicht gerade eine Stimme, es war mehr wie eine Resonanz, eine aufrichtige Hoffnung. Ich habe nicht einmal einen Meister und ich kann so kommunizieren. Gib es zu, du bist ein Astlianer, habe ich nicht recht? Du bist ein besonderes Wesen, geboren mit dem Segen der Sterne. Ja, das sagt der Explorer sich jeden Morgen, wenn er vorm Spiegel steht. Ja. Deshalb habe ich mich durch deine bloße Anwesenheit erholt und deshalb fühle ich mich so von dir angezogen. Wow, ich kann nicht glauben, dass ich einen Astlianer getroffen und ihm geholfen habe. Diesen Augenblick werde ich nie vergessen. Ich werde diesen Anlass mit großer Musik feiern. Oh nein, bitte nicht. Ah, okay, Rota auch. Bitte nicht. All dessen glaubt, es sei ein Geist in der Scheune. Er könnte die Miliz rufen, wenn er Musik hört. Keine Sorge, alle hier auf der Farm hören seit langem meine Lieder. Und Edison ist wirklich ein guter Junge. Haha. Ein guter Junge? So, ich sah sogar Opa Edison, als er seinen ersten Schritt machte. Er war süß. Wieder ein gelöster Fall. Wir sollten Edison sagen, dass der Stallgeist tatsächlich Lyra war. Haha, ja, so ist er, unser Edison. Warum sollte ein Geist ihm ein so schönes Lied singen? Neuigkeiten, die verbreitet werden müssen. Okay. I'm here, so don't worry about the farm. Okay. Hast du uns denn sonst noch irgendwie... dein Großvater... Okay. Wir sollen mit das Edison reden. Edison! Du großer Abenteurer. Oh je. Ich glaube, da sind ein paar Quests aufgeploppt. So, mein Freund. Stallion, was there really a ghost inside the barn? Und wie ist es gelaufen? War da ein Geist in der Scheune? Ich habe von einem wandernden Astel der Laute etwas erfahren können und dank deiner Bitte, Edison, haben wir eine neue Freundin gefunden. Ich, Rota des Zahnrads, danke dir dafür. Ein Astel der Laute? Dann war das Ding, das während der Arbeit dieses schreckliche Lied sang? Schreckliches Lied? Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Mein Vater erzählte mir von diesem völlig unmusikalischen Astel, der uns quält. Ich meine, schützt. Schon seit mein Großvater hier gearbeitet hat und ich weiß, das ist viel... Wir müssen diese Nachrichten unbedingt nach Frell bringen. Aber was brauchst du? Da war dieses laute Geräusch in der Nacht. Alles ging hinaus. Dann sah ich all unsere Schweine wild aus ihren Ställen laufen. Vielleicht haben einige Kirats ein und... Vielleicht brachen einige Kiradis ein und zerstörten die Zäune oder so. Ich habe es nur knapp... Oh, mir geht langsam die Stimme weg. Ich habe es nur knapp geschafft, alle Schweine wieder einzufangen. Aber ich kann den Stall nicht reparieren und gleichzeitig die Schweine davon abhalten, wegzulaufen. Könntest du die Zaunmaterialien holen, den Stall für mich reparieren? Ja, klar, können wir machen. Bescheuert.
and Estelle on our farm? I'm surprised. Surprise! So, clean. There's some delicious candy back at the base. Ich habe ein Geheimnis. Da kam mein Mann vorbei und gab mir wirklich leckere Süßigkeiten. Er sagte, dass meine Eltern mir die Süßigkeiten wegnehmen, wenn sie es herausfinden. Also muss ich das für mich behalten. Ihr sollt davon fremden Leuten gar nichts annehmen. Deshalb habe ich die Süßigkeiten in der Nähe des Wasserfalls versteckt. Wie er sagte, das ist meine geheime Basis. Aber Mama will mich wegen der Gratis dort nicht zum Wasserfall gehen lassen. Ich verrate dir dieses besondere Geheimnis nur, weil du so nett bist, Astliana. Bitte bring meine Süßigkeiten zurück, die ich in den Büschen beim Wasserfall versteckt habe. Sie sind wirklich alles lecker und köstlich. Na klar, machen wir doch Pläne. Aber in Zukunft, ne? Nichts von Fremden annehmen. Macht man nicht. Und der Louville. I have to get to work quickly. Hi. Ich bin der einzige Arbeiter auf dieser Farm und ich bin ziemlich geschickt mit meinen Händen. Ich muss hierbleiben, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Die anderen sind nach Hause gegangen, weil es nicht genug Arbeit gab. Als ich zerbrochene Zäune reparierte, haben mich einige Päus angegriffen. Ich bin nicht stark verletzt, aber ich habe mir die Hand verstaut. Jetzt ist der letzte Arbeiter der Farm ein nutzloser Schmarotzer. Aber ich bin nun mal ein Mann, der eine einzige Arbeit zu Ende bringt, die er begonnen hat. Es macht mich wahnsinnig, dass eine unerledigte Arbeit übrig ist. Astliana, könntest du mir etwas helfen? Bitte vertreibe die Päus, die auf der Farm Ärger machen. Stelle sicher, dass sie sich nicht mehr mit mir anlegen. Können wir machen, aber ich sag dir jetzt schon, die Killmon, die spawnen wieder. Das ist ja auch so ein Ding, was du in den wenigsten MMORPGs hast, ne? Du machst eine Quest, zum Beispiel hier, mach mal die Drachen weg, damit wir jetzt hier unsere Felder... Ja, machst du, gibst die Quest ab, aber die Viecher spawnen ja trotzdem weiter. Und er sagt aber dann, ja, danke, hast du gut gemacht, wir können jetzt pflanzen, obwohl dann wieder 30.000 Drachen... Ja. The Karada slaughtered and ate all of our livestock. So, die Zahl der Kirade steigt immer weiter. Bald haben sie die ganze Farm zerstört. Gut, dass ihr Fleisch essbar ist und auf dem Markt verkauft werden kann. So können wir die Verluste reduzieren. Abenteurer, bitte jage sie, bringe sie um. Bring mir ihr Fleisch, so viel wie möglich. Erledigt. Gut, was haben wir denn im Inventar? Ja, ist jetzt nicht so, dass wir das... anziehen lassen. Weißt du. Gut, dann haben wir in der nächsten Folge ja ein bisschen was zu tun hier auf der Edison Farm. Zäune reparieren, Kiradis dezimieren, Wolkenblumenpois dezimieren, obwohl die ja doch eigentlich machen noch nichts. Na gut, wenn man das von uns verlangt, dann machen wir das natürlich. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst, und sage Tschüss, bis demnächst, bye und ciao, ciao.